Hallo ihr Lieben, wollte mich heute mal beim Basteln beobachten. Ich will heute mal wieder was machen. Und ja, schaut einfach zu, mal sehen, was entsteht. Auf jeden Fall ein vierbeiniges Tier. Ah, ja, das, ich mache das ja eigentlich sowieso sehr gern. Und ja, für meine Erdis zu Hause hier nutze ich das natürlich gern, auch sowas zu basteln. Ja. Ja, das ist so eine Herausforderung, das wäre cool. Noch kenne ein bisschen, ne? Schon ganz gut aus. Fängt das Tier mit Z an? Richtig, das fängt mit Z an. Hals, ne? Das Tier, und das ist jetzt gerade so gerade jetzt der Hals.
aus? Bist du fertig? Nee, noch nicht. Ich muss ja noch Schwänzel trennen. Und dann muss man natürlich immer so sehen, wenn man sowas macht. Wenn ich dann anbiete, die Schale von der Melone. Die Schale von der Melone, die ist ja immer ziemlich hart. Ja, das mit dem Krallen ist es immer schwer, die aufzukriegen. Da muss man dann Löcher reinschneiden, oder? Dass die Ansatzpunkte haben. Und dann können die Melone richtig auslöffeln. Okay. So, brauche ich noch ein paar Stempel. Ja, und stell mir, das sieht aus doch wie eine Ziege, oder? Das sieht aus wie eine Ziege, oder? Bist du zufrieden mit deinem Werk, ja? Ja, das ist ja. Das sieht doch ganz gut aus. Ist doch ganz gut geworden. Das wird immer, ist immer relativ schnell zerstört, aber es ist immer mal ein anderes Essen für die Erdis. Ne? Die sind da dankbar schon. Ne? Und die Tiere prinzipiell, wenn man mal das Futter ein bisschen anders anrichtet. Gelungen? Ja, ich finde es ganz gut. Schmeckt doch gut. Das Schwänzel abessen, ne? Ist das lecker? Ist das lecker, wenn die Ohren auf? Wenn die Ohren auf? So, ich denke mal, dann macht das noch viel Spaß. Macht's gut.